zwischen A und B. Danke. Warte, ich muss das nochmal ein bisschen anschauen. Ich hab kurz viel. Es geht schon los, Tan, es geht schon los. Geht schon los? Ja, dann kannst du jetzt Fuß rein. Genau. Ja. Vollgas. Debate. Jetzt auf eure Position. Mikrofon muted. Und dann warten wir kurz, was sie machen. Falls ihr die irgendwo seht zwischen A und C, bitte kreuzt es durch. Einmal hier los. Ich sehe, ob hier einige ist. Leute, 20 Leute, 30, vielleicht auch mehr. Okay, dann geht 4. 4 moved rüber, 8 moved einmal rüber. 9 bleibt auf B stehen. 10 orientiert sich bis in Richtung B. So, jetzt passt einmal auf. Wir müssen jetzt einmal gleich den Tank, den Punkt clearen. Halt jetzt einmal kurz die AOE da bereit. Versucht sich zu sterben. Machen wir jetzt gleich in 3. 2. 1. Jetzt geht's einmal früh drauf. Also ist auch schön, die fallen hier weg. An die Heavies fight jetzt mal ein bisschen, oder an die Midis fight jetzt mal ein bisschen Richtung Spot, Spotrand. Holt halt die Leute raus. Jetzt preschen wir ein bisschen weiter Richtung Punkt. Bisschen weiter Richtung Punkt. Müssen dann die Leute jetzt einmal rausholen. So, knallst du ein AOE rein in 3, 2, 1. Backline, bitte nicht zu weit hinten stehen. Ihr seid da hinten useless. An die Tanks hier. Cleansing Potion rein. So, jetzt drücken wir die noch einmal raus. Nochmal AOEs. 3, 2, 1. Jetzt voll AOEs rein. Bei C, Gruppe 10 geht mal Richtung C. Drückt sie raus. Schön, schön, schön. Schön weiter. Wieder Richtung A. Pass mal ein bisschen auf zwischen A und B. Kommen die zwischen dem Wald durch. Haltet euch ein bisschen defensiver. Geht's da nicht zu krass rein. Außer der Flank. Wie sieht's bei C aus? Okay, wir move jetzt einmal wieder ein bisschen rüber Richtung B. Gruppe 4 und 5 bleibt. Wie sieht es bei C aus? Irgendwer da, der mir kurz eine Info geben könnte? Alles klar, perfekt. Dann zündet mal euren Haste Potion. Gruppe 9 und 8. Geht's mal Richtung C. So, wir holen jetzt hier einmal vom Punkt alle runter. Schön. Alles klar, 8 und 9 können sie wieder zurückziehen Richtung B. Die kommen wieder A. A, ganz viele. Okay, dann gehen wir wieder Richtung A mit 8 und 9. Gruppe 10 muss wieder ein bisschen weiter Richtung B. Bleibt aber zwischen B und C. Guckt, falls ihr da Progress machen, geht sie da aushelfen. Haltet euch ein bisschen defensiv auf A. Bis wir alle ankommen. Die sind gerade in der Überzahl, außer einmal eure AOE rein. Die sind dann mies gezackt. Hier vorne bei uns in der Backline. Am Fort. Okay, versucht zwischen dem Wald, zwischen dem Wald zu fighten. Jetzt mal vom Wald Richtung auf Punkt. Jetzt einmal den AOE drauf auf den Punkt in 3, 2, 1. Jetzt full AOE drauf. Jetzt den Punkt ab. Perfekt. Mit 10 move mal wieder ein bisschen Richtung C, geht bei C aushelfen. Ihr haltet euer AOE nochmal bereit. 10 Sekunden. 3, 2, 1. Jetzt bauen wir hier nochmal den Punkt. Okay, Gruppe 8, ne, Gruppe 9 läuft einmal Richtung C. Der Rest bleibt hier. Wollt ihr noch einen Haste Potion haben, zündet's den. Wenn nicht, kauft euch einen bei B.
einmal gleich nochmal AOE auf den Punkt in 3, 2, 1, jetzt Full AOE. Zack, die haben runter. Perfekt. Kriegen sie jetzt wieder einen Griff vor. C meine ich, sorry. Okay, perfekt. Wenn ihr es wieder im Griff habt, dann kann Gruppe 9 wieder zurückkommen. Okay, Gruppe. Ah ne, okay, ich dachte mal, Progress ist okay. Alles gut. Drückt die raus, holt die letzten noch ab. Passt ein bisschen auf unsere Backline auf, da sind ein paar Leute drin, ein paar Mages, bin dead 8 Sekunden. B kommt jetzt einiges. B kommt einiges, gut, dann geht Gruppe 4, Gruppe 10, Gruppe 10 und Gruppe 8 Richtung B. Gruppe 5 und 4 bleibt auf A. Fightet's defensiv gegen die, alles gut. Brauchst nicht so offensiv fighten, nicht auf A. Komm wieder Eismasse Richtung A. Durch den Wald einmal aufpassen. So, jetzt einmal wieder Gruppe 8 Richtung A. Einmal AOE auf den Spot in 3, 2, 1. Haut alles drauf, was ihr habt. Schön, schön, gute, gute Wall. Hier schön raus, einmal frei. Mal die AOEs einmal kurz auf den Spot konzentrieren in 3, 2, 1. Jetzt noch einmal alles da rausholen, was da drauf steht. Okay, Flankgruppe, ihr müsst jetzt einmal mit Richtung A, Richtung B kommen. Ich weiß nicht genau, wie viele da sind. Sind jetzt ruhig den Haze Potion, den ihr noch einen habt. Okay, die sind wieder clear. Die sind jetzt im Wald Richtung B. Genau, prescht da einmal rein bei denen. Geht's da ruhig vor. Sind nicht so viele. Ein paar, 15 Leute. A oder C? A. Ah, okay. Okay, wir gehen wieder rum Richtung A. Also vor allem der Flank. Der Flank. Bitte mal einmal Richtung A gehen. Zieht euch da nicht zu krass ans Fort. Kauft euch ruhig Haste Potion hier einmal auf B. Wir haben die Zeit. Dann haste da einmal rüber. Wir machen einmal den AOE gleich auf den Punkt, in 3, 2, 1, jetzt einmal Full AOE drauf preschen, die Healies bitte am Rand fighten, vom Punkt, dass wir dagegen cappen. Tanks, stellt euch ruhig auf den Punkt, die Heiler-Shots, dass ihr eure Tanks am Leben haltet. So, jetzt einmal Full AOE auf den Punkt, in 3, 2, 1. Jetzt full drauf, schön. Fallen die wieder weg, einmal frei. Drückt sie jetzt hier raus. Jetzt einmal schön recap, perfekt.
mit C aus? Stimmt. Okay, perfekt. Hoffe, du bleibst auf B, das ist perfekt. Push da nicht zu weit ein, push da nicht zu weit ein, sind wir in der Rotation ein bisschen ab. Kommen wieder auf A, einige, so 15 Mann. Lass dich ein bisschen fallen, lass die ruhig ein Stückchen kommen. Okay, komm, wir preschen drauf. Einmal drauf preschen. Haltet sie auf, geht's nicht zu krass rein, haltet sie aber einfach nur auf. Versucht die einzelnen Leute abzufangen, schaut, dass ihr die Healer rauskriegt. Schön, einmal frei. Gut machst du das. Sieht bei C aus? Okay. Lass dir nicht zu weit an das Fort von denen ziehen. Lass dir nicht zu krass dahin im Bait. Klar sind es ein paar Snacks, aber die können immer noch ein paar Leute holen und dann haben sie Überzeitspiel. Wenn wir einen hohen Respawn-Timer haben. Haltet euch ruhig hier bei den Bäumen auf, das ist gar kein Problem. Aber viel weiter nicht unbedingt. So, die kommen jetzt einmal hier auf A, auf der Straße. Haltet sie jetzt hier auf. Schön. Wie sieht's bei C aus? Wir sind gerade in so einem Backline am Vor. Ein bisschen, also ein paar nur. Zwei. Kriegst du das hin? Passt. Die quatscht schlecht aus. Gruppe 8 geht einmal mit Haste Potion Richtung C. Gruppe 8, Haste Potion Richtung C. Zieht euch bei A ein bisschen defensiver zurück. Seid da eventuell jetzt in der Unterzahl gleich. Gruppe 9, auch einmal auf B, C hasten. Die jetzt da sind, die heavy sind, geht's jetzt auf den Punkt. Zieht euch einen Cleanse Potion, falls ihr habt, geht's auf den Punkt. Und jetzt einmal AOEs drauf, in 3, 2, 1, jetzt clear's den Spot, genau, einmal frei. Perfekt. Sind jetzt viele auf B? B sind viele, gut, dann... Die kommen von B rüber nach A. Zwischen B und C. Dann pass auf, lasst euch in der Rotation jetzt erstmal hier nicht abfahren. Schön, perfekt. Wir rotieren hier einmal gleich weiter. A ist eine Menge drauf jetzt. C bitte einmal recappen. Nicht vergessen, die Gruppe, die da drauf bleibt. Gruppe 6 bleibt einfach straight auf C. Lasst euch hier nicht am Wald abfahren, perfekt. Jetzt einmal gleich AOE auf den Spot. Wir clearen den jetzt einmal gleich in 3, 2, 1, jetzt prescht da drauf. Perfekt. Selbe Spiel wie immer. Milis am Rand fighten. 35 Sekunden Respawn. Okay.
So, jetzt einmal nochmal drauf preschen. AOE sind 3, 2, 1. So, jetzt clearst du den Punkt. Drückt sie da einmal raus. Chill, perfekt. Passt mal ein bisschen bei uns hinten in der Backline auf. Da sind ein paar Leute. Wir haben ein paar Leute die ganze Zeit am Arsch. Ich bin dead. Aktuell nichts, passt ein bisschen auf unsere Backline auf. Und an die Backline steht's nicht zu krass am Fort, da bringt sie uns nichts. Da können wir euch nicht verteidigen. Geht's ruhig im Punkt, nee, 30 Sekunden ist Respawn. Versucht jetzt nicht zu sterben. Ich sehe aktuell gar nichts. Sprech nochmal den Punkt, versucht nochmal den Punkt zu clearen. In 3, 2, 1. Jetzt haben wir viel AOE drauf. Weites am Punktrand. Gruppe 8. Beziehungsweise der Respawn. Okay, nee, die köpfen wir noch nicht. Alles klar, einfach weiter. Ah, Quenten. Elis, Heavys auf dem Punkt. Schön am Punktrand. Da weiter, wie sieht's vom Punkt aus? Ich hab noch Ladebildschirm. Nee, wir köpfen zurück. Okay, perfekt. Boah, ich hab die Ladebildschirm des Grauens. Alles klar, perfekt. Schön, gute Arbeit, gut rausgepusht. Einmal frei. Zur Gruppe 8-9 zieht sie wieder zurück Richtung B. Zwischen B und A. Bleiben hier mal zwischendrin. Gucken, was sie jetzt machen. Ich denke, die werden jetzt versuchen, C zu cappen. Dann putzen wir mal Haze Potion 9-8. Geht's mal Richtung C. Der Flank bleibt noch mal einmal zwischen B, bei B ein bisschen hängen. Guckt einmal, was die da machen. So, einmal den Punkt clearen. 3, 2, 1. Cleart jetzt alles ab. Perfekt. Recap das Ding einmal. Die rennen schon weg. Einmal frei. Gruppe 8, 9 kann sie wieder zurück zum B ziehen. Es kommen wieder 20 Leute nach A. Okay, dann gehen wir jetzt Gruppe 8, 9, geht wieder Richtung A. Gruppe 6 und 10 versucht einmal oder macht einmal den Recap auf B, auf C. Ich glaube, die kommen full A wieder. So, klärt den Punkt einmal mit euren AOEs in 3, 2, 1. Jetzt einmal full clearen. Sollten die auf C kommen, versucht defensiv zu halten. Wir haben ja gerade ein bisschen viele auf A. So, einmal nochmal den AOE in den Backline hinten rein. Hintere Punktseite in 3, 2, 1. Der Flank, wo ist der Flank aktuell? Ist der bei A oder ist der noch bei B? Falls er noch bei B ist. Wir kommen jetzt zu Arlo. Okay, ja, du bist auf jeden Fall. Wir müssen jetzt einmal gleich die einmal vorpreschen. Konzentriert nochmal euer AOE auf den Punkt. 3, 2, 1. Die Tanks ruhig auf den Punkt stellen, die Heavys geht's auch Richtung Punkt langsam. Wir haben jetzt zwar noch ein bisschen Probleme in der Backline, lass sie ruhig in der Backline stehen, laufst an denen einfach vorbei, erstmal Richtung Punkt. Versucht da gar nicht groß in unserer Backline mit dem Fight mit denen einzugehen. Schön, perfekt. C wird gerade gecappt. Gruppe 8 und Gruppe. Wir gehen nochmal Gruppe 9. Hastet einmal Richtung C. Boah, die sind viel auf mir drauf. Okay, ich bin 30 Sekunden. Gruppe 9 Richtung C. Rest straight nochmal auf A. Versucht den Punkt bei C direkt zu clearen. C halt aktuell gar nichts. Versucht sich da ein bisschen selbst auf C zu koordinieren. Wie gesagt, die Heavys auf den Punkt, die Milis an Punkt dann fighten. Schön, ihr Captain C zurück, einmal frei. Gut sieht es aus.
Gruppe 8 kann auch langsam in Richtung C einmal noch laufen. Dann passieren die anderen da so schnell, es geht ab. Obwohl, nee, Gruppe 8. Die laufen Gruppe 8 kommt Richtung B. Gruppe 8 Richtung B. Wir brauchen B. B-Unterstützung. Auch vom Flank. Ja, die läuft von A zu B. Haltet euch da erstmal ein bisschen defensiv, bis unsere Masse kommt. Tanks können sie ruhig auf den Punkt stellen, die Heiler haltet sie am Leben. Leute pushen zwischen A und B rum. Sieht noch nicht genau nach raus, wo die hin wollen. Die kommen zu A. Kommen zu A. So 15 bis 18 5 Leute. Auf A. Ihr seid auf A. Wir verschieben jetzt langsam rüber. Schaut, dass ihr das, was vor euch und neben euch läuft, erstmal tötet. Bis ihr bei A ankommt. Wir haben noch Zeit. Kennen die nicht. So, prescht euer AOE einmal rein in 3, 2, 1. Jetzt einmal Full AOE drauf. Schön, schön, schön. So, jetzt Gruppe 8 und Gruppe 9. Einmal Hasten Richtung C. Zwei, drei Leute fahren den Junior einmal kurz bei B ab. Was haben wir da macht. Wir gehen jetzt einige wieder auf A. Versuchen einmal kurz, wie sieht es bei C aus? Sehe ich gerade nicht. Wir clearen einmal kurz C und Hasten danach wieder rüber auf A. Also über 20 Leute kommen jetzt auf A. Alles gut. Bleibt sie defensiv. Bleibt ruhig ein bisschen defensiv in der Haltung. So, Gruppe 8 und Gruppe 9 darüber. Richtung A. C-Gruppe schaffen das. Die neuen Haste-Post wieder ready up. Ruhig hasten. So, einmal die AOEs auf dem Spot drauf. In 3, 2, 1. Jetzt geht es hier runter, perfekt. Geht's nicht ganz zu deep. Spawn-Timer sind, denke ich mal, jetzt relativ hoch. Sammeln sich am Fort Richtung A.
rennen jetzt los Richtung. Okay, zieht euch zurück Richtung A, geht durch den Wald. Geht durch den Wald. Kürzesten Weg. Lass ich da jetzt halt abfangen. Einer der dead ist, kann mir einer bis Respawn-Timer reinschreiben oder so. Also ich hatte nur 8 Sekunden. Okay, alles klar. Ja gut, die letzten 2 Minuten könnt ihr machen, was ihr wollt. Das ist so ein bisschen Spaß an die Rocker. Jetzt wollen noch ein paar Leute rüber auf C, ich will nicht, dass ich Mitte ist ganz viel los. Ja, vorbei. Oh, alles klar, GG. Danke fürs Mitnehmen. Danke. Schönen Abend euch noch, Leute. Ja,